Das Herz von Neustadt ist der Ring mit Rathaus und Turm. Um das Rathaus mit seinem Ring als Marktplatz gruppieren sich Geschäfts- und Bürgerhäuser, von heiligen Figuren beschützt. Johannes Nepomuk auf einer Säule wird als Schutzpatron von Böhmen verehrt und gilt als Schutzheiliger der Brücken und der Abwendung von der Gefahr von Wasser. Dieser Brunnen wurde im Jahr 1696 errichtet, im Volksmund Wasserkunst genannt. Die Mariensäule 1694 zur Erinnerung an den Stadtbrand von 1627 errichtet, ist das Prunkstück des Neustadter Rings. Sie ist eine Nachbildung der berühmten Münchener Mariensäule. Auf ihrem massiven steinernen Unterbau steht der Erzengel Michael als Bezwinger des Satans. Ein Medaillon mit der Pietà. Der heilige Josef mit dem Jesuskind. Eine betende Jungfrau. Der heilige Nepomuk. Neustadt wurde zwischen den Jahren 1255 und 1279 vom böhmischen adligen Vog von Rosenberg gegründet. Schöne Giebel schmücken die Häuser auf der Schlossstraße. Die Stiftlandtreppe verbindet die Röder mit der Fischstraße. Der Tordurchgang verbindet die Töpferstraße mit der Fischstraße. Der Niedertorturm, Teil der ehemaligen Stadtmauer. Das Stoffgeschäft vor dem Krieg in der Baderstraße. Blick in die Fischstraße. Der alte Wachturm an der Fischstraße diente einst als Stadtgefängnis. Die kleine Kamelbrücke führt über die Prudnik zum Gutsnutz-Sportplatz. Hier an der Meierbleiche haben früher die Frauen die Leintücher in der Sonne gebläht. Die Prudnik ist die Lebensader von Neustadt und ist wieder in den letzten Jahren sauberer geworden. Die Flussufer bilden eine grüne Oase, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. Diese Brücke über die Prudnik verbindet das Stadtzentrum mit der Niedervorstadt und dem Tabor. Den Tabor mit seinen Wohnhäusern. Diese Bilder aus den 80er Jahren zeigen, dass der Weltkrieg nicht viel von der einstigen Idylle übrig gelassen hat. Diese Reste wurden von deutschen Discountern wie Lidl oder dem Supermarkt Kaufland mit einer angeschlossenen Großtankstelle platt gemacht. Nicht einmal der Name Tabor, der bis vor wenigen Jahren noch als polnisches Tabori an das ehemalige Wohnviertel erinnerte, gibt es mehr. Der Tabor ist somit der Vergessenheit preisgegeben. Die Mietshäuser in der Kunzendorfer Straße wurden mit einem neuen Anstrich versehen. Auch die Kapelle am Fuße des Krautberges wurde renoviert. Die Wallstraße, wie der Name sagt, diente früher zur Verteidigung und ihr heutiger Verlauf trennt die Altstadt von der späteren Siedlungserweiterung. Sie ist eine der Hauptverkehrsstraßen von Neustadt. Sie mündet an ihrem unteren Ende in die Niedertorstraße, die am Tabor die Prudnik überquert. Nach ca. 200 Metern ist dann die Bramsener Straße, eine ruhige Wohnallee, erreicht.
Im Haus mit der Nummer 20 leben jetzt polnische Familien. Vom Franziskanerkloster zur Stadt grüßt eine kleine Kapelle. In dieser schlossartigen Villa nahe bei der Kapelle war nach dem Krieg die sowjetische Kommandantur der Roten Armee stationiert. Ein Bürgerhaus aus der Gründerzeit hat die Kriegswirren unbeschadet überstanden. Das Stadtbild von Neustadt wird beherrscht vom Rathausturm und dem Turm der katholischen Pfarrkirche St. Michael. Die Kirche brannte während des Türkenkrieges 1735 ab und wurde bis 1738 wieder aufgebaut. Die Knabenvolksschule, erbaut im neoklassizistischen Stil, nahe der Pfarrkirche St. Michael. Auch der Neustädter Bahnhof ist leerbar. Der Fabrikturm der ehemaligen Weberei Frenkel. Der Vogteiplatz in der oberen Vorstadt im frischen Maiengrün erblüht. Die stattliche Villa Frenkel, Ecke Friedrich-Neisser-Straße. Die städtische Badeanstalt, im Jugendstil erbaut, wurde im Jahr 1907 der Öffentlichkeit übergeben. Südlich der Badeanstalt schließt sich der Stadtpark an. An einer breiten Wegkreuzung im Stadtpark steht der Musikpavillon. Er war in den Sommermonaten an Konzerttagen ein Hauptanziehungspunkt für die Neustädter. Der Park dient heute der polnischen Bevölkerung wie früher den Deutschen zur Erholung. Im Westen des Stadtparks sind die Kasernen. Nördlich der Kasernen, auch in der Hennersdorfer Straße, stehen Bürgerhäuser aus der Zeit vor dem letzten Weltkrieg. Zwischen dem nördlichen Teil der Hennersdorfer Straße im Osten und der nordwestlichen Höferstraße liegt der Neustädter Friedhof, der im Norden von der Straße nach Wiese Gräflich begrenzt wird. Nur noch wenige deutsche Gräber sind vorhanden. Die meisten wurden aufgegeben und sind von den Polen neu belegt worden. Etwa 2 Kilometer außerhalb von Neustadt, direkt an der Grenze zu Tschechien, mitten im Wald, liegt das Franziskanerkloster. Jeden Sonntag kommen die Gläubigen von nah und fern und besuchen die heilige Messe, die bei schönem Wetter im Freien stattfindet. Thank you.